Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen 1. FC Köln. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Christopher Trimmel, die Nummer 5. Marvin Friedrich, die Nummer 31. Da sehen wir die Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten, klassisches 4-4-2 würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Robert Andrich, die Nummer 21. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Im Vergleich zu manch anderem Club aus der Bundesliga wurde der 1. FC Köln verhältnismäßig spät gegründet. 1948. Damals war es ein Zusammenschluss der Clubs Kölner BC 01 und Spielvereinigung Sülz 07. Herrlich. Und in ein paar Jahren können die feierwütigen Kölner dann den 70. Geburtstag feiern. Er nimmt ihm den Ball ab. Elvis Redzepi. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Sie bringen den hohen Ball. Marius Wolf. Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. André Duda. Wolf. Anspiel kommt gut. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Ja, enge Geschichte. Da muss er einen Tick später loslaufen, dann wird es gefährlich. So ist es Abseits. Robert Andrich. Trimmel. Elvis Redzepi. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Meier. Skiri. Immer wieder diese schönen Passstaffetten. André Duda. Den Ball. Chance zur Führung. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Da verlieren sie den Ball. Fängt diesen Ball ab. Gute Aktion. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Vielleicht die Führung jetzt. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Damit haben die Kölner die Führung hier. Robert Andrich. Pfeiffer Kruse setzt sich da schön durch. Wichtiger Hinweis. Bitte nehmen Sie im Block immer Rücksicht auf Ihre Mitmenschen. Denn alle Defensive ist gut organisiert, da kommen Sie nur schwer durch. Flanke kommt nicht durch. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Überlegt schließt er ab. Gut gemacht. Der Ball kommt rein. Da können Sie klären. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Robert Andrich. Sie lassen den Ball gut laufen. Trimmel. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Gefährlich! Er gibt abseits. Kruse. Jetzt wird's gefährlich. Die Gelegenheit für die Flanke. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Auf außen ist jetzt Platz. Ball ist wieder weg. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Vielleicht die Führung jetzt. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel. Bislang ein gutes Spiel vom FC. So muss es in Durchgang 2 weitergehen. Sie kommen jetzt über außen. Skiri. Meier. Anspiel kommt gut. Marius Wolf. Jetzt holt er sich den Ball. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. André Duda. Gute Chance.
Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen sie machen. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der erste FC Köln hier im Angriff. Duda. Abwehr muss aufpassen, weiter die Kölner. Glanzparade gehalten. Da kommt die Ecke. Chance zum Konter jetzt. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Sie holen sich den Ball. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Meier. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Verteidiger ist dazwischen. Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das Pressing ist da. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da kann er ihn stoppen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Der Ballverlust. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Marius Wolf. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Da ist die Flanke. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Die Fans feuern ihr Team. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da ist er zu früh losgelaufen. War nichts zu übersehen, abseits. Spielerwechsel. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Neu dabei die Nummer 14. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Regulär sind es noch 7 Minuten. Robert Andrich. Ja, geht gut dazwischen. Da haben sie jetzt Platz. Das war schlecht vom Abwehrspieler. André Duda. Ein guter Doppelpass. Jonas Hector. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Die Chance auf den Konter. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer.
Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Wolf. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werden Sie zufrieden sein. Vielleicht die Führung jetzt. Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stecken. Im Grunde müssen Sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, den müssen Sie machen. Dann können. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Glanzparade gehalten.